Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Microsoft Excel Tutorial. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in Excel Text durchstreichen könnt. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wo sich die Funktion versteckt. Gleichzeitig möchte ich euch zeigen, wie ihr das nicht nur mit ganzen Zellen, sondern auch mit Textteilen machen könnt. Das ist gar nicht so schwer. Dafür wähle ich zunächst für das erste Beispiel die komplette Zelle aus und hier werden wir die gesamte Zelle durchstreichen. Dafür befinde ich mich im Reiter Start, gehe in die Gruppe Schriftart und klicke auf den kleinen Pfeil. Und dann finde ich hier schon den Punkt durchgestrichen unter Effekte. Wähle ich das aus, ist die gesamte Zelle durchgestrichen. Es funktioniert aber auch für einzelne Textteile. Ich kann zum Beispiel sagen, dass das Tutorial doch ziemlich cool ist, indem ich das nicht durchstreiche. Machen wir wieder das gleiche, durchgestrichen. Dann sehen wir, dass das auch für einzelne Bereiche funktioniert und nicht nur für gesamte Zellen. Von daher gar nicht schwer, wird aber durchaus häufig gesucht und ich dachte, ich zeige mal das, damit jeder weiß, wie es funktioniert. Das war's dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao.